Hey Toads, willkommen zu einem neuen Format. In diesem Format geht es darum, die besten Bewertungen aus dem Google Play Store, aus Amazon und sonst wo zu Nintendo-Themen herauszufinden und euch diese zu präsentieren. Los geht's! Heute schauen wir uns die Google Play Store-Bewertungen zur Nintendo Switch Online-App an. In der Direct wird beworben, dass die App super ist und viele Funktionen hat. Ich zahle schon 20 Euro für den Online-Service und das Einzige, was ich bekomme, ist eine Anzeige, ich bin nicht 13 Jahre. Ernsthaft? Jetzt habe ich im Dezember Geburtstag und das ist kaum mehr als ein Monat und ich darf die App nicht benutzen. Ich hatte die Hoffnung, dass die Altersbeschränkung deaktiviert wird, wenn man Geld zahlt. Sowas finde ich persönlich eine Unverschämtheit. Hier haben wir ein 12-jähriges Kind, was sich beschwert, für den Online-Modus 20 Euro bezahlt zu haben und dann die App nicht nutzen können, weil man dafür 13 Jahre alt sein muss. Ja, erstmal würde ich sagen, Pech gehabt, dass du dein reales Alter angibst. Sowas macht man heutzutage. Und zum Zweiten, mein Gott, guck mal, die Bewertung hat er am 30. Dezember geschrieben. Wann hat er bitte Geburtstag? Am 31.? Ich glaube, diesen einen Tag kannst du auch noch warten, diese ach so tolle Nintendo Switch Online-App zu nutzen, wo man so viele Funktionen hat, ne? Hauptsache, er gibt 5 Sterne, aber kann sie halt nicht mal nutzen. Ja, erste gute Fachmann auf jeden Fall. Machen wir weiter mit der nächsten. Haltet eure Fressen, wenn es euch nicht passt. Macht doch selber eine App. Nintendo ist auf Konsolen spezialisiert und nicht auf Handys. Niemand sagt, ihr müsst die App benutzen. Dann geht halt zu Sony oder Xbox. Nintendo hat ein besserer Community verdient. Ja, wieder 5 Sterne. Er findet halt die App sehr gut. Er kann nicht mit kritischen Meinungen umgehen. Deswegen, wenn man eine Firma mag, kann man natürlich da nichts kritisieren. Man muss alles lieben. Ansonsten muss man halt zu Sony oder Xbox gehen. Wahrscheinlich. Also, das ist auf jeden Fall eine sehr kritische Bewertung. Der setzt sich mit Kritik auf jeden Fall intensiv auseinander. Wer sich auch kritisch mit Produkten auseinandersetzt, ist diese Person. 1-Stern-Bewertung, coole App. Ja. Ich gehe natürlich auch immer in den Play Store und bewerte coole Apps halt mit 1 Stern. Er denkt wahrscheinlich, das ist wie in der Schule, wo die 1 die beste Note ist. Anders kann ich mir das nicht erklären, außer es ist ironisch gemeint. Auf jeden Fall, coole App, das sehe ich auch so. Wisst ihr Leute, eine Grundvoraussetzung einer App ist ja, dass sie perfekt läuft, oder Leute? Deswegen gibt diese Person 5 Sterne bei OMG. Alles läuft perfekt, ja? Wir sind bei Nintendo und da läuft nicht immer alles perfekt, aber die App, die läuft gut. Weil sie nun mal auch keine Funktion hat, oder? Was soll denn da schlecht laufen, wenn es nichts gibt? Naja, der ist sehr zufrieden und das finde ich super. Jetzt kommen wir zu einer sehr kritischen Bewertung. 1 Stern, ich mag View. Das ist eine Ansage, die man erstmal verkraften muss. Er mag die Wii U mehr als die Switch. Okay, das müssen wir mal einfach mal so akzeptieren. Wieder eine 1-Stern-Bewertung. Was ist denn da los? Nein, ladet das nicht runter. Dafür braucht man eine Switch. Man braucht eine Switch für den Nintendo Switch Online-Modus. Sag bloß. Vielleicht kann uns die nächste Bewertung ein bisschen mehr überzeugen. 5 Sterne. Abonniert Todos. Ich meine Pius von Louis. Okay. Ja, Louis, die Bewertung hat mich jetzt überzeugt, die Nintendo Switch Online-App runterzuladen. Definitiv. Ja, Leute, das war's mit der ersten Folge von Nintendo Switch Bewertungen. Welche war eure Lieblingsbewertung? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert mich, falls ihr neu seid und keine weitere Folge verpassen wollt. Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Toads.